der Strecke sauberer nach Hause, als er weggefahren ist. Auch hier schön sauber gemacht für heute. Startnummer 7. Mit dem Motor auf einen nicht gekühlten Deutschmotor ausgestattet. Wo ist es? Wir sehen jetzt hier noch einen Motor, wir haben den gemachten Motor. So muss das aussehen. Das Ganze macht den Schlepper auf die Hinterräder reinhält. Das gibt es vieles. Schöne Videos machen. Auch wenn er jetzt am Schluss in der Lage ist. Ich weiß gar nicht, ob er geografisch richtig unterwegs ist. Sonst würde er gerne mal drehen. So, unser Kreidemeister ist auch unterwegs. Gestern noch den Sportplatz in der Bundesliga gemacht. Heute die Bahn für uns. Keine Kosten und Mühen werden hier geschuldet. Was soll der Junge jetzt auch machen, wo die Bundesliga-Pause hat? Ne? Da macht er jetzt die Kreidebahn, damit er nicht verlernt. So, währenddessen haben wir den John Deere hier ganz vorsichtig und langsam unterwegs. Aber wir haben ja gelernt, das ist nichts Schlimmes. Den jungen Herrn haben wir vorhin auch schon mal in der 4,5-Standard gesehen. Er hat sein Namensschild dabei, Lukas, das macht mir das Leben einfacher. Wenn das jeder machen würde, dann würde das aussehen, als wenn ich Ahnung hätte. Auf dieser in LED, wir werden keine Kosten gespart. So, der Fahrer nutzt schon mal die Einzelradbremse und ein bisschen Einjustierung durchzuführen. Nein, schön, den Kopf dann brauchst du nicht, dann ist das so gut. Genießt die Sonne, schon mal Sonnenschirm aufgetragen. Da konzentriert sich lieber. So, er löst die Fußbremse. Wenn man auf jeder Seite der Bahn ist, kann man das sehen, um den Schlepper so ein bisschen in die Richtung zu halten. Gut aus. Ja, keine Angst, lass weiterlaufen den Esel. Los. Oder den hier ist besser gesagt. Entschuldigung. Hat er noch einen Graben? Der ist noch rausgegangen, der gibt's ja gar nicht. So, jetzt hat er den rausgegangen. Der genießt den Pool. Der braucht den Pool jetzt. Wir haben so viele Reserven, hat auf der 100 Meter Marke noch mit Gas zu spielen. Sehr elegant, wirklich sehr elegant. So, wenn ich das richtig sehe, hat er die 100 Meter Marke noch gebrochen. Jetzt ist gleich die Phase, wo man das Ding auch wieder sauber absetzen muss. Oh, aber nach der roten Fahne habe ich gelernt, ist das kein Problem. So, ich hoffe, der junge Mann hat auch noch fleißige Helfer mit dabei. Auf jeden Fall fehlt der Pool. Lukas Pieper, auch vom Team Punkte leer. Den zweiten Flügel auf dem Trecker treffen. Jetzt hier über den Manche von den Jungs haben ihre eigene tiefe Melodie, wenn die an den Start gehen. Ich hoffe, dass wir das heute hinkriegen.
So, der IRC lässt vorne lang aussehen. Seine Gewichte meine ich natürlich. Die Startnummer 11. Das ist der Henning Speckmann. So, der Christoph Hohing ist am Start. Ich glaube, der hat auch noch einen Thermoson oder sowas. Heute mal mit dem John Deere. Vielleicht sehen wir den gleich noch mit einem anderen Prachtexemplar vom Schlepper. Einen Schlepper nennt er liebevoll Gummibärchen. Wir werden mal sehen, wie sein Gummibärchen heute zieht. Bis jetzt sieht alles gut aus. Dieser Schlepper hat eine Lasthaltung. Das heißt, er kann die Gänge während der Fahrt unter Last wechseln. Aber ich glaube, wir sind auch was. Sieht sehr gut aus. Könnte ganz gleich auf der Vorderachse wirklich noch sein. So, das war dann ganz spannend. Und dieser Schlepper mit einem Vierzylinder-Dieselmotor ausgestattet, mit Lastschaltung. Ein junger Pilot am Start. Sieht bis jetzt alles sehr gut aus. Jetzt muss er das erste Mal schalten. Ich glaube, er muss es auch gleich nochmal tun. Da hat er das zweite Mal geschaltet. Der John Deere stellt sich langsam auf die Hinterräder. Au. Das. Und wenn man mal so eine Eisenplatte mit 10 Tonnen drauf über den Boden geschnitten hat, dann weiß man, was das Wetter dazu ist. Daniel Holland gut unterwegs. Sprüche sagen, der ist auch. So, wir sind zu Gast auf dem Prüfungshof, bekannt für seine Riesenschnitzel. Wer auch zu Mittagessen Abstecher machen möchte, kann das tun. Ansonsten werden wir gut versorgt mit Getränken. Und es gibt natürlich auch reichlich Videomaterial von dieser Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal. Das sind, glaube ich, noch ein paar Tage von Kaufmann 2019 angegeben. Da können Sie alles nochmal live miterleben oder die Highlights zumindest. So, und der ist auch noch nicht so ganz zu. Einer zur Inspektion, das habe ich im Bild schon erklärt. Ich hoffe, er hat einen Ölwechsel gemacht in der Zwischenzeit, wahrscheinlich ist daran gelegen. So, und dann wollen wir schon mal die Sieger erhalten. In der 4,5 von Standard nach dieser Klasse. Jungs kommen jetzt. Das ist einmal Lukas Nihus-Wissendorf, Kai Kortstiegel und Christian Lohmann in der 4x vom Standard. Diese Jungs
Komm bitte einmal zu Siebeck. Und in der Hobbysport, 3,5 Tonnen, einmal Kai van Haal, dann Thorsten Backus und Markus Schnelle. Also bitte kommt einmal zu uns, dann können wir euch den Pokal ausstatten. Der Sahne nicht gut hier um die Rennbahn. Währenddessen, also die Fahrer der 4,5 Tonnen Standard und 3,5 Tonnen Hobbysport, bitte einmal zur Siegerehrung. Wir würden uns freuen, wenn wir den wieder gut führen dürften. Im ersten Lauf wieder.